Hi, hier ist wieder Christian. Ich bin beim Mobile World Congress 2016 aktuell bei Samsung und das ist das neue Samsung Galaxy S7 und Samsung Galaxy S7 Edge. Bereits in den vergangenen Wochen ist das Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge des Öfteren geleakt worden und bestätigt nun die schon lang spekulierten Daten. Auf der Vorderseite des Galaxy S7 finden wir natürlich erst einmal das Display, das zentrale Eingabemedium, wobei Samsung auch hier wieder auf ein Super AMOLED-Panel setzt. Die Auflösung liegt weiterhin bei QHD, was 2560 Pixel in der vertikalen und 1440 Bildpunkten in der horizontalen entspricht. Auch die Display-Diagonale von 5,1 Zoll kennen wir bereits aus dem Samsung Galaxy S6, womit wir auch hier auf eine Pixeldichte von rund 576 ppi kommen. Das Display ist auch hier wieder leicht zum Rand gebogen, also 2,5D, womit die Finger bei der Eingabe sehr leicht über das Display und entsprechend dem Rand gleiten. Durch die Super AMOLED-Technologie haben wir wieder satte Schwarzwerte, hervorragende Blickwinkel und ebenso eine gute Farbdarstellung. Weiterhin haben das Samsung Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge ein Always-On-Display, sodass hier Uhrzeit, Benachrichtigung und natürlich auch das Datum ständig auf dem dunklen Bildschirm angezeigt werden. Beim Display des Galaxy S7 Edge setzt Samsung auf ein 5,5 Zoll Display, ebenfalls mit QHD-Auflösung, sodass wir hier eine Pixeldichte von rund 534 ppi erreichen. Natürlich ist es wieder ein AMOLED-Panel und wie es sich für eine Edge-Version gehört, sind die beiden Displayränder zum Rand stark gewölbt. So setzt das Galaxy S7 Edge nicht nur optische Anreize, sondern bietet über das Edge-Display weitere Möglichkeiten, mit dem S7 Edge zu interagieren. So können auf dem Edge-Panel nicht nur Anwendungen abgelegt, um so schnell gestartet zu werden, weiterhin bietet das Panel Platz für einen Schnellzugriff auf Kontakte, Widgets und auch Quick-Settings. Durch einfaches Wischen kann durch die Panels gewechselt werden, über einen Button lassen sie sich natürlich auch personalisieren. Oberhalb des Displays finden wir natürlich eine Benachrichtigungs-LED, noch die Hörmuschel, den Annäherungs- und Helligkeitssensor sowie die Frontkamera. Unterhalb des Displays haben wir das typische Button-Layout von Samsung, links den Multitasking-Button, rechts den Zurück-Button und in der Mitte den Home-Button mit Fingerprint-Reader. Über diesen lässt sich das Galaxy S7 und natürlich auch das Galaxy S7 Edge wieder kinderleicht mittels Fingerabdruck entsperren. Dreht man nun das Galaxy S7 auf die Rückseite, finden wir im oberen Bereich eine neue Kamera, die gegenüber des Vorgängers an Megapixeln verloren hat. Hier setzt Samsung in Anführungsstrichen nur noch auf einen 12-Megapixel-Sensor, der allerdings größere Pixel von 1,4 Mikrometer vorweisen kann. Im Zusammenspiel mit einer f1.7-Blende gelingen dadurch Bilder auch bei schlechten Lichtbedingungen noch deutlich besser und das Bild kann erheblich heller dargestellt werden. Gleiches gilt natürlich auch für das Samsung Galaxy S7 Edge. Zudem kommt ein Dual-Pixel-Autofokus zum Einsatz, der es ermöglicht, Objekte noch schneller einmessen und damit auch fokussieren zu können. Wesentlich besser gegenüber des Vorgängers ist die weniger aus dem Gehäuse herausragende Kamera, die laut Samsung nur noch 0,7 mm aus dem Gehäuse hervorsteht. Unter der ebenfalls aus Glas bestehenden Rückseite befindet sich natürlich der Akku, hier mit 3000 mAh beim Galaxy S7 und 3600 mAh beim Galaxy S7 Edge. Diese sind nun deutlich größer geworden als beim Galaxy S6. Dafür ist es aber auch hier wieder möglich, den Akku nicht nur mit Fast Charging zu laden, sondern natürlich auch drahtlos via Induktion. Die Glasrückseite ist dabei, ähnlich zum Samsung Galaxy Note 5, leicht gewölbt, womit das Galaxy S7 noch besser in der Hand liegt. Man kann hier durchaus von einem Handschmeichler sprechen. Auch das Gewicht von 152 Gramm bei einer Dicke von 7,7 mm ist absolut in Ordnung. Beim Galaxy S7 Edge sprechen wir hier von 156 Gramm bei 7,9 mm. Bei einem Rundgang um das Gehäuse ist nicht nur wieder ein Rahmen aus Metall vorzufinden, im Kopf des Gerätes ist weiterhin ein Slot für Nano-SIM und Micro-SD-Karte verbaut. Dadurch lässt sich der interne Speicher von wahlweise 32 oder 64 GB nochmals via Micro-SD-Karte erweitern. Samsung hat damit die Kritik vom Samsung Galaxy S6 ausgemerzt und auf die User gehört. Auf der linken Seite ist dann die zweigeteilte Lautstärkewippe, auf der rechten Seite der Ein- und Ausschalter und im Fuße der Micro-USB 2.0 Anschluss sowie das Mikrofon und der Anschluss für das Headset zu finden. Unter anderem setzt Samsung hier noch auf einen Micro-USB 2.0 Anschluss, da dadurch das Gehäuse besser vor Staub und Wasser geschützt werden kann. Mit einer IP68 Zertifizierung ist das Galaxy S7 nicht nur staub-, sondern auch wasserdicht und das sogar für ein dauerhaftes Untertauchen unter Wasser.
Als CPU kommen beim Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge der brandneue Samsung Exynos 8890 zum Einsatz. Natürlich ein 64-Bit-fähiger Octa-Core, der vermutlich mit einer Mali T880 Grafikeinheit für genügend Power im neuen Flaggschiff sorgen wird. Hinzu kommen noch 4 GB an Arbeitsspeicher. Das Modell, welches in den USA vertrieben wird, wird voraussichtlich mit einem Snapdragon 820 befeuert. Wie es sich für ein Flaggschiff-Smartphone gehört, setzt Samsung auf die neueste Android-Firmware in Form von Android 6.0 Marshmallow, hier in Verbindung mit der neuesten TouchWiz UI. Die Firmware war bereits auf diesem Vorserienmodell äußerst flott unterwegs, womit wir auch beim finalen Produkt auf eine flüssige Oberfläche hoffen dürfen. Das Samsung Galaxy S7 wird unter anderem in den Farben Gold, Schwarz und Silber auf den Markt kommen. Zum Preis liegen uns noch keine vertraulichen Informationen vor. Man kann allerdings von 699 € ausgehen. Das ist zumindest die UVP, die einige Shops in den vergangenen Tagen geleakt haben. Das war's dann auch schon wieder mit meinem ersten Hands-on und Eindruck zum Samsung Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch bei den weiteren MWC-Neuheiten einschaltet und auch meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.